So Leute, Random Talk 9, ich lade gerade Folge 4 hoch. Hier direkt auf meinem Schreibtisch liegt eine Konzertkarte von, kann man es lesen? Kann man nicht lesen? DubFX. DubFX habe ich tatsächlich herausgefunden, dass es die gibt, dadurch, dass ich bei Markus Tuber, der über Facebook hat gesagt, guck mal, Markus Tuber mag den, guck den doch mal an. Habe ich mir angehört, fand ich cool. Dann kam der nach Berlin, richtig 30 Euro, kaufe ich mir zwei Tickets. Kumpel hatte zwei Tage vorher Geburtstag. Habe ich mir gedacht, schenke ich ihm doch einfach ein Ticket zum Geburtstag und gehe mit ihm dahin. Dann gehe ich nicht alleine, macht mehr Spaß. War da, war cool. Ja, gute Musik. Wer Musik hört gerne, sollte sich den auch mal angucken oder warten, bis Facebook sagt, guck dir den an.